Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich hatte gerade zum Glück mal Zeit zu duschen. Oh, der Hund möchte rein. Ich lasse den Hund mal eben dran. Ja, ist ja gut, meine Güte. Ja, also wirklich Luxus, wenn man mal Zeit hat zu duschen. Und ich hatte jetzt gerade ein bisschen Zeit, weil die Kleine hat von 4 Uhr nachts bis um ungefähr 10 Uhr immer ihre Wachphase, wo sie, ja, wach ist, aber nicht schreit, sondern immer so durch die Gegend guckt. Und jetzt liegt sie hier im Wohnzimmer im Laufgitter und schaut die ganze Zeit ihr Mobili an und gleich wird sie wohl dabei einschlafen. Wir haben es jetzt Viertel nach 9. Und ja, in der Zeit habe ich jetzt geduscht. Zum Glück habe ich es geschafft mit Babyphone. Ja, falls noch was passiert, dass man dann schnell aus der Dusche hüpfen kann. Aber war alles gut. Jetzt habe ich geduscht. Das Auge sieht hier voll schlimm aus. Und werde jetzt die Zeit noch nutzen, um oben ein bisschen aufzuräumen. Die dreckige Babywäsche und so wegräumen. Und dann muss ich noch schnell meine Tabletten holen, weil meine Tabletten sind hier unten leer. Die habe ich immer hier unten liegen. Die muss ich jetzt auch noch nehmen, sonst kann ich nicht frühstücken. Die muss ich hier immer vor dem Frühstück nehmen. Und ja, dann muss ich gleich mal sehen, dass ich meine Rückenschmerzen irgendwie wegkriege. Weil ich darf mich nicht falsch bewegen. Ich habe mir irgendwas eingeklemmt diese Nacht, weil ich so verkrümmt schlafen musste, weil die Kleine diese Nacht überhaupt gar nicht schlafen wollte. Und ja, deswegen habe ich total Rückenschmerzen, muss ich gleich mal irgendwie mich so ein bisschen strecken und so, damit das wieder weggeht, weil sogar das Atmen tut weh. Also ja, gar nicht so schön. Aber genau, ich werde jetzt also oben noch ein bisschen die Zeit nutzen, wenn die Kleine ruhig ist. Nehme das Babyphone natürlich wieder mit und euch auch. Und dann zeige ich euch das alles so, was ich denn morgens eigentlich immer so mache, da oben in meinem Zimmer so ein bisschen aufräumen, ein bisschen Platz Schiff machen. Und dann, wie gesagt, nehme ich meine Tablette und dann möchte ich schnell frühstücken. Bibi, was ist denn los? Hey, ist langweilig alleine? Ha? Ist langweilig? Ja. Strampel, strampel. Ja. Ne, hier ist der süße Elefant. Ja, Baby Maus. Vielleicht muss ich doch ein bisschen kuscheln oder sie muss mit nach oben kurz. Mama muss unbedingt aufräumen oben. Denn die ganze dreckige Wäsche muss in die Wäsche. Du Spuckmonster. Ja, die Wäsche muss in die Wäsche. So, die kleine Maus sitzt hier auf meinem Schoß und hier ist sie nämlich ruhig. Ich wollte euch kurz einmal zeigen, was sie anhat. Einmal so eine Jogginghose mit so Sternen von H&M ist die. Ich glaube in 50 oder so. Dann so rosa Söckchen, die gab es von der Großtante zur Geburt. Dann haben wir hier so eine Strickjacke von Name It, ist die auch in 50. Passt sogar noch ganz gut hier am Arm. Dann hat sie darunter einen grauen H&M Wickelbody in 50. Und hier ein Halstuch von Einmalige Lieblingsstücke. Das ist auf der anderen Seite so, ja, mit so Häschen und so. Aber ich dachte, das Grau passt besser hier zum Outfit. Und Halstücher trägt sie fast immer wegen dem ganzen Spucken. Weil sonst muss man sie wirklich alle paar Minuten umziehen. Deswegen hat sie immer so ein Halstuch um. Und jetzt ist sie ruhig hier, ne? Auf Mamas Arm. Bist du ruhig, mein Schatz? Bei Mama ist eben am schönsten. Oder, Bibi? Schaut sie hier aus dem Fenster. So süß. Ja, dann gucke ich jetzt erstmal, dass sie gleich wieder ruhig ist und dann warten wir erstmal mit aufräumen. Wir machen das auf jeden Fall gleich. Ja, Bibi. Ein bisschen oben die Dreckwäsche wegräumen. Wickeltisch habe ich schon aufgeräumt. Den Windeleimer müssen wir noch leer machen. Guckt voll neugierig aus dem Fenster. Super süß. Da ist auch die Leica. Hallo, Leica. Hi. Nein, nicht zu Baby. Nein, nicht zu Baby. Nein. Ja. Kleine Maus. So, wir sind oben und die kleine Maus liegt jetzt hier in unserem Bettchen, zugedeckt und eingekuschelt und schaut jetzt wieder aus dem Fenster. genau, falls so laut ist, das Fenster ist übrigens auch auf. Ja, und ich habe jetzt hier zum Beispiel Dreckwäsche von mir, also ein Halstuch von Baby, ein Stilltopf von mir, vollgespuckt. Und hinten im Babyzimmer haben wir auch noch was.
hier unten liegt die ganze Dreckwäsche. Schlafanzug und das Auto von gestern und Body und so. Hier ist alles aufgeräumt, das habe ich schon gemacht. Wie im letzten Vlog ja auch gesagt, also mache ich das eigentlich immer direkt. Und hier liegt jetzt noch ein Outfit, was sie heute eigentlich anziehen sollte. Den Steifstrom, das sollte sie heute eigentlich anziehen. Aber zieht sie wahrscheinlich morgen an. Morgen habe ich ja Geburtstag. Und dann sollte sie ein bisschen was Schöneres anziehen. Dann bekommt sie wahrscheinlich den an, deswegen liegt der noch hier. Ja, und hier seht ihr, der Windeleimer ist probevoll. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir noch irgendwas brauchen unten. Aber ich glaube, wir haben alles. Jetzt meckert die Kleinen schon wieder. Und die 50er Body sind schon wieder fast leer. So, ich mache mir jetzt Frühstück mit Baby auf dem Arm. Weil die kleine Maus möchte nicht alleine liegen. Die hat doch, glaube ich, nochmal Hunger. Bekommt sie gleich was, wenn ich auch esse. Und dann schläft sie auch wahrscheinlich. Ist immer so ihre Zeit jetzt. Genau. Ne? Lässt du Mama nicht allein essen, ne? Ja, man lernt mit Baby einfach alles mit einer Hand zu machen. Aber ist dann so, ne? Jetzt warte ich noch auf mein Toastbrot aus dem Toaster und dann wird gegessen. So, das ist mein Frühstück. Ein Toast mit Salami und so ein bisschen Gemüse und eine Müllermilch gibt es dazu. Hier habe ich noch die Multimarm-Kompressen, weil meine Brustwarzen schon wieder sehr, sehr wund sind. Und deswegen werden wir die nochmal benutzen. Kann ich euch nur empfehlen. Die sind wirklich richtig, richtig toll. So, meine Lieben, die Kleine hat die Windel voll gemacht. Geschlafen hat sie immer noch nicht. Wir haben jetzt schon 11. Und ich wicke sie jetzt schnell. Und ich dachte mir gerade, warum nehme ich euch nicht mal so 24 Stunden mit? Also so den ganzen Tag mal mitnehmen. Und euch auch, ja, immer zeigen, wann sie gewickelt werden muss, wann sie gestillt werden muss. Einfach so, damit ihr wisst, wie so der ganze Tag bei uns aussieht. Also klar, es ist nicht jeder Tag gleich, aber ja, einfach so 24 Stunden mit Baby. Ich glaube, das ist ganz cool und das machen wir jetzt mal. Ich hoffe, das klappt irgendwie, dass ich wirklich genug filmen kann. Aber jetzt ja, müssen wir erstmal wickeln. Ich wollte euch jetzt kurz mal zeigen, ja, was ich hier im Wohnzimmer immer dafür habe oder was ich hier stehen habe zum Wickeln oder allgemein immer hier so stehen habe. Weil die meiste Zeit sind wir einfach im Wohnzimmer hier unten. Hier hat sie ja ihr Laufgitter, da liegt auch die Federwiege und so drauf. Und hier haben wir auch so zwei kleine Körbchen und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Die Körbchen stehen hier. Hier haben wir einmal Feuchttücher mit 99% Wasser. Ich finde die leider absolut nicht gut, diese Feuchttücher von Rossmann. Die sind einfach viel zu trocken. Also obwohl da hier besonders feuchtes Tuch steht, die sind einfach viel zu trocken. Also die werde ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Dann habe ich hier ein Körbchen, das kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Das habe ich auf Instagram gekauft. Und dieses hier kann ich euch auch mal verlinken, das habe ich auch von Instagram. Die sind beide handgemacht. Das hier ist sogar richtig cool, das hat so Leder hier außen, also mega schön mit diesen Mickey Mausen. Hier haben wir sogar die passenden Waschlappen dazu, verlinke ich euch einfach mal. Und hier haben wir erstmal so Windeln drin. Das sind jetzt noch 1er Windeln. Dann habe ich hier eine Wickelunterlage drin. Hier, wie gesagt, die Feuchttücher. Eigentlich sind die Feuchttücher hier auch immer mit drin, aber jetzt sind hier halt so viele Windeln. Und hier habe ich einmal unser Fieberthermometer, einmal Waschlappen, Wattepads, unsere Milchpumpe und Stilleinlagen. Das habe ich hier so drin. Und das sind halt so die beiden Körbchen, die wir jetzt hier immer haben. Und immer, wenn ich sie wickeln muss, nehme ich mir hier halt eine Windel raus, nehme die Feuchttücher und eigentlich auch die Wickelunterlage. Ich habe hinten auf dem Sofa aber noch eine liegen, wegen der Hebamme gestern. Und dann nehme ich das mit und wickel sie. So, hier hat ordentlich jemand in die Windel gekackert. Hast du in die Windel gekackert, mein Schatz? Ordentlich einen reingedrückt. Jetzt werden wir erstmal wickeln. Wie gesagt, hier habe ich die Windel und Feuchttücher und hier die Wickelunterlage. Und so wickeln wir immer auf dem Sofa. Ne, Bibi? Und jetzt werden wir erstmal die Windel wieder fresh machen. Ja? Ja, ne? So, Windel ist wieder frisch. Die müssen wir gleich wegbringen in den Müll. Oh, ist sie runtergefallen. Ja, so. Kleine Maus ist wieder frisch.
Fühlt sich auch jetzt viel, viel besser, glaube ich. Ne, warte, die ist jetzt besser. Und dann gibt es gleich nochmal eine Mahlzeit. Nochmal eine Mahlzeit, mein Schatz. Also irgendwann muss die kleine Maus aber auch mal schlafen. Ne, irgendwann muss die auch nochmal schlafen, mein Schatz. Ja. Willst du nicht, ne? Gleich nochmal ein neues Halstuch holen. Und das hat sie schon völlig voll gespuckt. Das ist schon, ja, einmal durchgelaufen. Ich musste auch wieder dran glauben. War auch schon wieder einige Flecken. Ne, weil sieht man darf nicht sauber bleiben, ne? So. Bindel kommt in den Müll. Und dann wollte ich euch noch diesen wunderschönen Traubenfänger zeigen, der gestern mit der Post kam. Ich bin sowas von begeistert. Der kommt schön in ihr neues Zimmer. Ich weiß auch schon wo. Oh, jetzt meckert sie schon wieder. Ich verlinke euch den einfach mal in der Infobox. Ich finde den so mega schön mit diesem, ja, Schriftzug und hier mit diesem Blau. Ich finde, das passt so mega, mega gut zusammen mit dem Rosa. Richtig, richtig schön. Da will jemand kuscheln. Hier gibt es jetzt eine Brust. Wir stillen jetzt einmal. Ihr Kleiner hat Hunger gehabt. Und die Augen sind schon so klein, obwohl ich jetzt eine Minute stille. Sie wird gleich einschlafen. Da wird sie richtig schön pennen erstmal. Ne, Mami? Und ja, dann wollte ich, wäre sie jetzt nicht eingeschlafen, oder würde sie jetzt nicht einschlafen, wäre ich jetzt noch spazieren gegangen, damit sie dann schon einschläft, weil es dann doch schon ganz schön lange, dass sie jetzt schon wach ist. Also sie ist schon ganz schön lange wach. Aber jetzt wird sie ganz, ganz müde. Ja, aber vielleicht gehen wir nachher nochmal spazieren. Mal gucken. Muss ich erstmal ins Auto. Der Kinderwagen ist nämlich noch im Auto. Aber das ist ja kein Problem. Solange die Kleine dann in der Zeit kurz schläft. Unser Babyfon reicht zum Glück bis zum Auto. Haben wir schon ausprobiert. Und dann, oh, jetzt schläft sie gleich. Ach, so süß. Ihre Augen immer so ganz zufallen, dann ganz schnell wieder auf. Mega, mega süß. Ja, aber jetzt stillen wir erstmal. Das ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wievielte Mahlzeit das heute ist. Auf jeden Fall gab es schon einige heute. Weil sie in der Nacht fast dauerhaft gestillt werden wollte. Sie wollte halt einfach nicht schlafen. Und ja, möchte dann sehr, sehr viel gestillt werden in der Nacht. Aber schauen wir mal, wie lange sie jetzt stillt. Wir haben jetzt 11:30 schon. Und ich denke, so eine halbe Stunde wird sie jetzt erstmal was trinken. Und dann wird sie wohl erstmal ein bisschen schlafen. So, die Kleine hat jetzt die ganze Zeit auf mir geschlafen. Ich weiß, ob ich sie gerade versucht hinzulegen, aber sie hat es natürlich direkt gemerkt. Eigentlich wollte Mama mal auf die Toilette gehen. Ja, vielleicht wird es ja gleich ruhig. So, ich habe jetzt gerade, so ein bisschen leise, eine kleine schläft nämlich hier im Stubenwagen, den Windel einmal leer gemacht. Das stinkt so bestialisch. Es ist so ekelhaft jedes Mal. Aber ja, das zweite Mal mussten wir ihn jetzt leer machen. Ist eine ganz schön große Tüte, die da immer zustande kommt. Genau. Und habe ich euch letztes Mal schon gezeigt, den kann ich wirklich nur empfehlen, der ist so genial. Also man riecht einfach gar nichts. Wirklich top. Die nehme ich jetzt gleich mit runter in die Tüte, dann mache ich eine neue hier rein. Und dann ist der auch wieder einsatzbereit. Sonst ist hier auch alles fertig. Genau, habe ich alles sauber gemacht. Die Kleine schläft hier, wie gesagt. Schläft gerade auf dem Bauch, weil sie, ja, so nicht liegen wollte und auf dem Bauch klappt das manchmal. Ich bin ja jetzt dabei, also kann ja nichts passieren, aber ja, jetzt schläft sie. Hat sie natürlich schön zugedeckt hier, damit es nicht zu kalt ist. Liegt hier in ihrem Nestchen. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Und den süßen Esel hier. Den ich hier rauskriege, ohne dass sie wach wird. Wollte ich auch nochmal zeigen. Den finde ich so mega, mega süß. Hier steht ihr Name drauf. Hier knistert der so. Und hier am Ohr hat der so extra so ein. Ja, wie nennt man das? Kann man den Schnuller so ranmachen. Mega, mega süß. Und passend dazu haben wir hier die Kinderwagendecke. Mega schön, oder Leute?
Hier auch mit dem Namen, hier mit so einem Schwänzle dran. Hier auch mit der Mähne und hier mit dem Ohr. Mega schön. Richtig schön dick für einen Kinderwagen oder halt zum Krabbeln oder sonstiges. Auf jeden Fall mega schön. Hier auch mit dem Stoff, mit den Sternen. Total süß. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Jetzt wird hier so ein bisschen quengelig wieder. So, und dann muss ich jetzt hier noch ein neues Spucktuch reinlegen ins Beistellbett. Das andere habe ich nämlich jetzt in der Nacht klauen müssen, weil wir hier keins mehr hatten und der in der Nacht gespuckt hat. Und deswegen habe ich das hier weggenommen. Das heißt, wir machen jetzt hier ein neues hin. Der Stillmond ist immer so zur Abgrenzung, dass sie hier nicht rausfällt. Genau. Und dann schläft sie immer hier. Und da habe ich halt, wie gesagt, immer ein Spucktuch liegen. Und gestern habe ich die in die Wäsche getan, die beiden Spucktücher, die ich da hatte. Und deswegen habe ich das hier geklaut, da muss ich jetzt einmal Neues reinmachen. Hier hängt immer ihre Decke. Liegt noch ein Mützchen, das muss ich gleich noch in den Schrank tun. Und den Haken können wir auch noch mal in den Schrank tun. So, die Maus hier ist ruhig. Dann kann ich einmal kurz... Was wollte ich jetzt? Ein Spucktuch, genau. Ein Spucktuch rausholen. Und das hier. Ihr seht, es ist auch mal leer hier. So, der Mittagsschlaf hat nicht lange gedauert. 15 Minuten hat sie geschlafen und ich habe versucht, ein Video zu drehen für euch. Aber ich musste es bei der Hälfte abbrechen, weil die kleine Maus hat Hunger. Jetzt stille ich sie gerade schon wieder. Und dann versuche ich, das Video zu Ende zu drehen, wenn sie schläft. Ich hasse das ja, Videos am nächsten Tag weiterzumachen. Und deswegen wollte ich das jetzt noch kurz zu Ende machen. Und dann kommt auch schon meine Mutter von der Arbeit, dann gibt es Essen. Ja, und dann wollte ich eventuell nachher nochmal shoppen fahren, mich selbst morgen überraschen, ja, mir selber was zum Geburtstag schenken sozusagen. Und der kleinen Maus auch was kaufen. Wir haben nämlich noch einen einziges Family-Gutschein, da wollte ich mal schauen, ob wir da was finden in dem Chat. Ja. So, wir sind fertig mit Stillen. Jetzt wird hier gerade ein bisschen gekuschelt auf dem Bauch. Und Mama musste mal wieder daran glauben. Ich wurde völlig vollgespuckt. Ja, ich habe jetzt ihr Halstuch rausgezogen, weil es ist komplett dreckig. Naja, geht sie gleich Neues an. Und ich liebe ihre Haare, habe ich dir schon mal gesagt. Oh Gott, oh Gott. Ja, das Video, denke ich, kann ich jetzt nicht mehr zu Ende drehen. Weil meine Mutter kommt gleich mit Essen. Oder wir machen da Essen. Und ja, die Kleine möchte gerade im Moment nicht schlafen. Also werde ich hier wohl das Video ein anderes Mal weiter drehen müssen. So, meine Lieben, die Kleine schläft da vorne gerade. Endlich mal. Wir haben es jetzt 16 Uhr und ich habe gerade die Zeit genutzt und ein bisschen Babykleidung schon aussortiert, weil sie einfach in einige Sachen schon nicht mehr reinpasst. Und habe hier ein bisschen aufgeräumt und alles. Und jetzt werde ich gleich runtergehen zum Mittagessen. Und dann, ja, weiß nicht, ob ich heute noch losfahre, weil die Kleine ja doch schon ziemlich meckerig ist heute und ich möchte mir das dann und ihr auch gar nicht antun. Oh, und sonst fahren wir einfach morgen mit Felix ein bisschen shoppen, ist ja auch schöner so als Familie. Ich muss aber gleich auf jeden Fall noch einen Kuchen backen, weil wir wollten uns noch bei jemandem bedanken. Da haben wir nämlich eine Windeltorte bekommen und da wollte ich gerne einen Kuchen backen als Dankeschön. Und das muss ich jetzt gleich noch machen, weil da fahren wir morgen hin. Und dann können wir den ja direkt mitnehmen. Jetzt habe ich auch gerade schon ein Foto rausgesucht. Ja, dieses Foto hier haben wir ausdrucken lassen für Felix' Eltern. Genau, vom Babybauch-Shooting. Und das wollten wir gern den beiden schenken. Und das nehmen wir deswegen auch morgen mit, weil morgen fahren wir auch zu Felix' Eltern einmal. So, hier muss die Pampi frisch gemacht werden. Die Maus ist gerade wach geworden. Machen wir die Pampi frisch. So, dann machen wir immer den Heizstrahler an. Das mag sie nämlich total gerne. Das Schlimmste für sie ist nämlich nackig sein. Und jetzt machen wir erstmal die Pampi frisch. So, hier hinten haben wir die Windeln. Die schlage ich immer schon auf,
damit sie so wenig oder so kurz wie möglich nackig ist, weil sie hasst das wirklich extrem. Deswegen mache ich die immer schon so auf. Mit einer Hand ja ziemlich schwer. Magst nicht nackig sein, Mausi? Genau, streck mal den Fuß schon mal hin. Super. Jetzt noch schnell die Hose und dann bist du fertig, ne? Komm mal hier oben, Baby. Wenn man noch ein Halstuch mit einer Hand immer hier ein bisschen am Baby. Ich glaube, wir haben gar keins mehr, was so richtig passt. Müssen wir das hier nehmen? Ich glaube, das ist das einzig Kleine, was ich noch habe. Weil das ist sogar schon zu klein ist. Wir probieren es mal aus. So, fertig. Ja. Halstuch, ich will im Halsband sagen. Halstuch passt noch. Dann nehmen wir schon wieder Hunger. Ich höre das, mein Schatz. Oh. So, Heizschrallen rausmachen und dann geht es noch was zu futtern. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind aufgestanden. Schon etwas länger, haben noch ein bisschen Zeit im Bett verbracht. Und jetzt ziehen wir die kleine Mausi um. Die liegt hier schon neben dem Rucksack. Und ich habe schon ihr Outfit hier rausgelegt. Und der Heizschrauber ist auch schon an. Das werden wir sie umziehen und wickeln. Einmal ein bisschen frisch machen, ein bisschen waschen. Und genau, sie ist gerade ganz zufrieden. Guckt den Heizstrahler an. Ganz glücklich, die kleine Maus. Genau, und dann wollen wir gleich los. Und den Tag verbringen. Aber jetzt ziehen wir erstmal die kleine Maus um. So, Ann bekommt sie heute einmal einen weißen Body von H&M, Wickelbody. Socken. Und diesen schönen Strampler hier, den kann ich euch in der Infobox verlinken. Der ist mega, mega schön, finde ich. Und der ist auch doppellagig, also hier, der hat so zwei Lagen. Richtig schön warm dann für die Maus. Darunter bekommt sie natürlich noch eine Strumpfhose. Und dieses Halstuch hier mit ihrem Namen drauf. Genau. Da liegt schon die Windel. Und hier habe ich auch schon ein Tuch und hier ist auch schon die Waschlappen. Da können wir jetzt umziehen, ne, Mausi? Ja, ziehen wir dich jetzt um. Der hat nämlich auch komplett voll gespuckt hier. Seht ihr das? Alles komplett nass. Alles komplett nass, ne? Alles komplett nass. Ja. Ja, Bibi. Zack, zack, zack. Du strampelst aber heute, du. Du strampelst aber heute. Nicht wieder ausziehen, Baby. So, nicht wieder ausziehen, ne? Zack. Ne, schön hoch über die Nieren. So. Noch Socken. Der zuerst, okay. Strampelmaus. Ja. Gib gleich was zu essen, Schatzi. So. Und das Strampler. So, die kleine Maus ist fertig und hat jetzt Hunger. Hier noch dieses Halstuch. Ja, gib dir was zu essen. Da. Halsstrahler aus. Und jetzt, ja, jetzt wird gefuttert. Lieben, wir sind im Auto. Die Kleine ist wach. Hier hinter uns. Und jetzt wach. Wir fahren gleich schnell los, dann ist sie wieder ruhig. Oh nein. Ja, wir fahren jetzt frühstücken. Dicker frühstücken. Und... Oder. Ich würde den Vlog hier an dieser Stelle beenden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!